zum heutigen Spiel denke ich, ja, wir müssen auf Iverdon gehen mit dem Willen, dass wir dort gewinnen oder Punkte mitnehmen. Also, da braucht es wirklich von der ganzen Mannschaft eine gute, wirklich super Einstellung, dass wir dort etwas mitnehmen können. Uns ist bewusst, Iverdon ist eine super Mannschaft, die haben diese Saison noch kein Match verloren. Und gleich denke ich, es ist etwas zu holen. Also, es ist nicht so, dass man dorthin geht und einfach mal ein bisschen spielt, sondern man muss wirklich dorthin gehen mit dem Willen zu gewinnen. Und dann bin ich überzeugt, können wir auch Punkte mitnehmen. Ja, die Freude war riesig, als wir wieder haben. Was heisst, wir können wieder anfangen. Das ist alles sehr, sehr schnell gegangen, weil wir bis vor zwei Monaten noch im Marzilium joggen waren, regelmässig. Und das ist natürlich nicht die Vorbereitung, die man sich wünscht, aber gleichwohl habe ich das Gefühl, wir sind fit gsi. Also was plötzlich heisst, wir können wieder anfangen, habe ich wirklich das Gefühl, wir sind fit. Und ja, eben die Freude, wie schon gesagt, die Freude ist sowieso riesig, können wir jetzt wieder anfangen. Ich glaube, die Ziele sind relativ klar. Also wir wollen in die Aufstiegsrunde, wir wollen unter der ersten Acht mitspielen. Und ja, das, wir haben wirklich viel Qualität in der Mannschaft. Und auch von den Typen her, es passt eigentlich sehr viel dieses Jahr. Und darum spricht eigentlich alles dafür, dass wir in die Aufstiegsrunde kommen. Wir müssen jetzt sicher etwas dafür machen, weil wir sind momentan 9. Und ja, es ist nicht wirklich zufriedenstellend, sage ich jetzt mal. Dort wollen wir sicher noch ein paar Ränge gut machen. Und das Zweite, was noch fast wichtiger ist, ist GÖP. Wir wollen dieses Jahr unbedingt die GÖP. Oder respektive nächstes Jahr, weil jetzt haben wir es zwei Jahre nicht geschafft. Und Breitsch Musik GÖP, Breitsch gehört die GÖP. Und das ist sicher das zweite Ziel, das sehr, sehr wichtig wird sein. Zum neuen Modus, zum Alternativmodus, den wir jetzt werden haben, mit dieser Aufstiegs- und Abstiegsgruppe. Ja, ich finde es eine gute Lösung von Liga. Schlussendlich hat man einen Weg gefunden, dass man die Saison kürzen kann, also gleich fertig spielen kann. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass man sie fertig spielen kann. Das zweite Mal abbrechen, ja, hat nicht unbedingt Spass gemacht und ist auch nicht optimal für, ja, für Aufstieg und Abstieg. Muss es ja gleich irgendwo geben. Und da finde ich, hat man eine super Lösung gefunden. Und ja, das ist eigentlich das, was man dazu sagen kann. Da muss man mal der Liga eigentlich ein Kompliment machen. Auch, dass sie sich eingesetzt für uns. Wir haben jetzt wirklich auch Ausnahmebewegung, dass wir dürfen spielen. Die müssen wir auch schätzen. Das heisst gleichwohl auch, dass wir irgendwo müssen, ja, unter den Corona-Bedingungen mit denen vor allem auch respektvoll umgehen. Das heisst, das Schutzkonzept einhalten und auch gegen aussen vor allem zeigen, hey, wenn wir schon spielen können, dann müssen wir auch uns an die Regeln halten, weil sonst geht es nicht. Das ist klar. Der Enes, ein verlorener Sohn von uns, der wieder zurückkommt. Es ist sehr schön, ist er wieder da. Er hat unglaublich viel Qualität und wird uns sehr helfen. Ja. Ein bisschen der Abgang von Marti, was natürlich für uns eher schwierig ist, weil der Arti Castrati wirklich ein sehr guter Stürmer ist, der sehr viel Goal geschossen hat für uns. Und es ist zwar nicht 1-zu-1 Ersatz, also der Enes spielt eine andere Position als der Arti, aber gleich haben wir jemanden dazu gewonnen, der, wie gesagt, sehr viel Qualität hat.